Ah, an die Stelle hier erinnere ich mich gut. Das letzte Mal, als ich hier war, vielleicht erinnert sich noch jemand, war hier diese Kurve, das war die, die sehr, sehr, sehr vereist war. Das war also gar nicht einfach, da entsprechend runterzukommen. Und ich weiß noch, dass ich da dankbar war, dass ich die entsprechend guten Schuhe anhatte. Habe ich jetzt nicht. Gut, aber jetzt ist hier auch nicht vereist. Auch wenn von der Jahreszeit her, ich muss da auch im Winter unterwegs gewesen sein das letzte Mal. Ah ja, klar. Doch, da war ich auch im Winter unterwegs. Wenn mich jetzt nicht alles ganz massiv täuscht, doch, müsste so gewesen sein. Ja, folgendes, was mir jetzt noch eingefallen ist und worüber ich gerne noch mal ein bisschen palavern wollte, für Leute, die es interessiert. Und wenn mir jetzt jemand wieder in die Kommentare schreiben möchte, dass das eine unnötige Diskussion ist und jeder soll doch machen, wie er lustig ist, ja, warum guckt ihr euch denn dann an? Ne? An dieser Stelle also eine, das ist der klassische, der klassische Kommentar des YouTube-Schaffenden für Kommentare, dass dessen unnötig ist, dann guckst dir nicht an, sagen wir dann alle. Und das sagen wir deswegen, weil wir haben recht. Es ist halt wirklich so, ne? Es zwingt einen ja niemand, da entsprechend zuzuschauen. Und es ist ja meistens relativ gut vorher ersichtlich, ob es sich bei einem Video von mir um eine naturwissenschaftliche Abhandlung handelt oder um Ben rennt rum und erzählt was. Ne? Und wenn Ben einfach nur rumrennt und was erzählt, gut, es kann auch sein, dass er rumrennt und eine wissenschaftliche Abhandlung erzählt. Das kann auch sein, aber auch das ist ja vorher ersichtlich, dass er das vorhat. Dass es hier nicht der Fall ist, ist hoffentlich auch jetzt nicht allzu überraschend. So, und deswegen möchte ich mich gerne nochmal dazu äußern, weil das wirklich was ist, was mich beschäftigt, weil ich ja darauf dann halt eben auch entsprechend in den Kommentaren hin und wieder angesprochen werde. Deswegen beschäftigt es mich. Und klar ist das im Grunde nicht so wichtig. Und im Grunde ist es aber auch nicht so wichtig, ob du 100 Gramm mehr oder weniger im Rucksack hast. Aber wenn du dich wirklich intensivst mit der Thematik Wandern beschäftigst und halt eben mit möglichst leichtem Gepäck unterwegs sein willst, dann beschäftigt dich das auch. Und dann gibt es Gleichgesinnte und dann denkt man über sowas nach. Und dann kann es einem halt eben passieren, dass man dann in einem entsprechenden Video, wenn man das dann anklickt, tatsächlich auf Leute stößt, die erbitterte Diskussionen über abgesägte Zahnbürsten führen. Ne? Das kann einem passieren, weil diese Leute betrifft das und die interessiert das. Und die haben, das ist nun mal denen ihr großes Hobby, deren große Leidenschaft. Manche Leute machen das ja auch beruflich, gerade bei diesen krassen Fu-Hikern, die dann auch noch zusätzlich einen YouTube-Kanal haben. Da gibt es schon Leute, die so viele Abonnenten haben. Also verglichen mit mir natürlich gigantische Mengen. Also natürlich auch alles auf Englisch. Die Ausrede kann ich immer bringen. Jedenfalls sind das schon Abonnentengrößen, also Kanalgrößen, wo man schon ein bisschen Geld mit verdienen kann. Ne? Und wenn man dann ein relativ günstiges Leben führt und man kann sich zum Beispiel beim Darwin on the Trail, der wurde auch schon mehrfach irgendwo erwähnt und verlinkt von anderen Leuten. Ich mag ihn jetzt auch mal erwähnen, finde, das ist ein sehr vernünftiger Mann, guckt ganz gerne sein Zeug. Der ist zwar auf nur die Ultraleitschiene quasi mehr oder weniger festgeschrieben, scheint mir zumindest. Aber er sagt wenigstens, musst halt das machen, was für dich das Richtige ist. Das sagt er sehr häufig. Und deswegen ist er mir trotzdem sympathisch. Und deswegen höre ich dem auch durchaus weniger genervt zu als anderen. Oh Mist, ich komme ins Dorf. Da muss ich jetzt kurz noch stehen bleiben und zu Ende erzählen, weil da will ich jetzt nicht mit dem Deppenzepter rumrennen. So, hallo und herzlich willkommen fast beim Wasserfall. Ich bin hier jetzt leider falsch abgebogen, weil der Panoramaweg hat mich jetzt schon hochgeschickt. Da geht nämlich der Panoramaweg weiter. Aber ich will doch mal schnell beim Wasserfall gewesen sein und gehe deshalb jetzt nochmal runter, weil den möchte ich euch schon gerne nochmal zeigen. Ich habe ihn euch ja schon mal gezeigt, aber trotzdem. Und ich will da auch selber einfach hin. Bin ich zwar gar nicht mal mehr so gut in der Zeit, in Anbetracht dessen, dass ich vielleicht nicht noch mal allzu lange im Dunkeln rumlaufen möchte. Aber trotzdem, zum Wasserfall müssen wir jetzt noch schnell. So, außerdem folgendes, was mich bei der Ultraleitdebatte noch mal ein bisschen, was mir da noch mal ein bisschen auf den Keks geht, ist, dass man jedes Mal, wenn man das Thema anspricht, zu hören bekommt von den Extremleistungen. Das ist vielleicht von mir ein bisschen unfair, aber das ist so ein Grund,
für mich der am ehesten nachvollziehbare Grund, weshalb die Leute, die nicht ultraleit rumlaufen, viele von uns, eben mit ultraleit so ein bisschen drüber rumspötteln und da so ein bisschen unsere Probleme haben. Und daher eben diese ganzen Äußerungen, die es halt von Nicht-Ultraleiten zu den Ultraleiten gibt, vielleicht damit zusammenhängen. Weil jedes Mal, wenn man das Thema anspricht, also zumindest wenn ich das tue, kriege ich immer Extrembeispiele zu hören, was man Ultraleit alles kann. Ne? Ich versuche immer, möglichst nüchtern irgendwie zu sagen, wo meiner Meinung nach die sinnvolle Grenze von Ultraleitaktivitäten liegt. So, und dann kriege ich eben ein Beispiel von irgendjemandem, für den diese sinnvolle Grenze nicht gilt. Ne? Weil dieser jemand Chuck Norris ist oder irgendjemand, der ihm sehr nahe kommt. So nach dem Motto, wie viele Liegestützen kann der? Alle. Ne? So, das mag so sein. Das Problem ist nur, das ist halt ein extremer Einzelfall. Und das geht mir tierisch auf den Keks. Wenn jedes Mal als Beispiel, was man mit Ultraleit doch alles machen kann, alles, weil der so und so hat es gemacht, das ist, ja, das mag sein, dass der das gemacht hat, aber kann ich das? Nein. Kann das Otto Normalverbraucher? Nein. Allein schon so ein Fu-Hike, so ein 3500 Kilometer Weg da, ne, in der vergleichsweise kurzen Zeit, in der wir das Ding durchziehen, durch die zugegebenermaßen nicht völlig anspruchslosen Klimazonen, durch die dieser Weg führt. Allein das schon ist eine mordsmäßig krasse Leistung. Ne? Das muss man schon irgendwo so sehen. Und das bedeutet dann auch eben entsprechend meiner Meinung nach im Umkehrschluss, und da ist es im Grunde meiner Meinung nach völlig wurscht, was für eine Ausrüstung die Leute dabei haben, das kann trotzdem nicht jeder. Man muss sich mal diese Fu-Hiker angucken. Die sehen alle aus, als ob sie gerade den Ironman in Hawaii gewonnen hätten. Ne? Oder vielleicht nicht ganz, aber fast. Fast so sehen die alle aus. Und ja, die posieren ja sehr gerne, eben entsprechend sehr leicht bekleidet. Weil es ist ja leicht, leicht bekleidet zu sein. Und das sind alles so Strichlein in der Landschaft. So Menschen, die halt wirklich ein hervorragendes Muskel-Fett-Verhältnis haben und mit wahrscheinlich der Hälfte der benötigten Kalorien für diesen Weg zurechtkommen, die ich hätte. Ne? Allein schon wegen der Masse, die ich noch zusätzlich, völlig unabhängig vom Rucksack, mit mir rumschleppe. Also das soll mal einer kapieren, wo dieser Weg hier lang geht. Nee, doch, ich bin noch richtig. Ich bin eben falsch abgebogen. Ich hatte nämlich den Wasserfall-Rundweg und den Panoramaweg verwechselt, die sehen sehr ähnlich aus vom Schild. Gut, ich hoffe, man versteht mich immer noch. Ja, und das ist immer sowas. Warum erzähle ich das jetzt, was ich gerade erzähle? Weil meiner Erfahrung nach, und ich habe ja wirklich viele Gruppentouren gemacht. Heieiei. Meiner Erfahrung nach bei Gruppentouren kann jeder halbwegs gesunde Mensch, muss nicht mal schlank sein, muss auch nicht super fit sein, halbwegs gesund, ohne größere orthopädische Probleme oder Herz-Kreislauf-Probleme oder halt wirklich irgendwas Ernsteres, kann meiner Meinung nach eine normale, klassische Trekking-Tour von 160 Kilometern Länge, einfach mal um eine Zahl zu nennen, kann er machen, ohne dabei ein Risiko einzugehen. Und das als Anfänger, der keine Ahnung hat. Okay, musst du natürlich noch ein bisschen Ausrüstung kaufen. Kostenpunkt für eine einigermaßen vernünftige Ausrüstung, mit der sowas machbar ist, würde ich sagen, gehen wir mal von halbwegs guten Regenklamotten aus. Na, so 1000 Euro. Ne? So. Ich würde nicht jedem halbwegs gesunden Durchschnittsmenschen mit ein paar Kilo zu viel, würde ich niemals zutrauen, inklusive mir selber auch nicht, so einen scheiß Fu-Hike dahin zu legen. Ne? Es ist also einfach was anderes. Eine Wanderung mit leichtem Equipment kann auch jeder. Eine normale. Aber viele von uns
inklusive mir, würden, egal mit was für scheiß leichter Ausrüstung, keinen Fuhrhike hinkriegen. Und wir würden auch nicht ganz, ganz, ganz extreme Ultraleicht-Wanderleistungen, die dann natürlich in die Legenden eingehen, würden wir auch nicht hinbekommen. Ne? Und das ist immer so ein bisschen das Problem. Ich will ja kein Kanal sein, der sagt, das und das und das könnt ihr alles erreichen, wenn ihr ultimativ krass seid. Sondern ich möchte ja gerne eine breite Masse, also zumindest von den körperlichen Verfassungen her eine breite Masse, eben entsprechend ansprechen. Und was ich an Wanderkram mache, da ist mir wichtig, dass der für jeden gesunden Menschen, der das machen will, auch nachmachbar ist. So. Das ist mir wichtig. Und dazu gehört bestimmt nicht, mit 3 Kilo durch komplett Alaska zu rennen. Mit 40 Meilen am Tag oder was weiß ich. Weil das kann Otto Normalverbraucher einfach nicht. So. Scheißegal welche Ausrüstung, ich kann das nicht und viele, viele, viele andere können das auch nicht. So, und jetzt haben wir hier, jawohl, Hammer, Hammer, ne? Leider etwas dunkel, aber das ist nun mal so, ist halt eine Schlucht. Und jetzt müsste ich eigentlich auch demnächst beim Wasserfall sein. Ja. Außerdem das Thema Sicherheit bei so einer Tour, so einer Ultraleittour. Ne? Wenn du mit ultraleichtem Equipment unterwegs bist und es passiert was, zum Beispiel dein Zelt reißt völlig ein, ist irreparabel zerstört. Weil ein krasser Sturm kam, mit dem du nicht gerechnet hast, der sehr unwahrscheinlich gewesen ist, der aber trotzdem passiert ist. Wenn du jetzt jemand bist, der Otto-Normalverbraucher ist und einfach nur mit solchem Equipment unterwegs bist, dann bist du wahrscheinlich am Arsch. Warum? Weil du hast ja schon eine komplette Tagesetappe hinter dir und müsstest jetzt die Nacht einigermaßen schlafen, um dich wieder zu erholen. Damit du weiterlaufen kannst am nächsten Tag. Da du das jetzt nicht mitten in der Nacht entsprechend aufstehen kannst, dein Zeug zusammenraffeln und dann gegebenenfalls einen 50, 60, 70, 80 Kilometer Marsch ohne Zelt in die Zivilisation hinlegen kannst, hast du jetzt ein enorm großes Problem. Bist du aber Ultrasportler und dir zerreißt es dein Zelt, dann kannst du dich auch retten, indem du einen 80 Kilometer Marsch in die Zivilisation hinlegst, weil du das kannst. Ja, also unter solchen Maßgaben, ja, unter solchen persönlichen Fähigkeiten, da besteht dann kein großes Risiko für Leib und Leben, wenn man ultraleicht unterwegs ist. Das mag sein. Aber auf wen trifft das bitte schön zu? Ne? Da gibt es eine Handvoll Leute auf dem Planeten, bei denen das vielleicht so ist. Und alle anderen, für die ist es ein Sicherheitsrisiko. Es ist vielleicht nicht unglaublich hoch und es hängt natürlich sehr von der persönlichen Erfahrung, aber halt auch der enorm von der persönlichen Fitness ab. Und wenn man die persönliche Fitness nun mal nicht auf einem unglaublich hohen Niveau hat, so wie ich, dann muss man, so wie die meisten, eben entsprechend Ausrüstung dabei haben, auch wenn die schwerer ist. Die halt eben nicht reißt, wenn der Schneesturm kommt. Weil man, wenn das Zelt reißt, keine Option hat, je nachdem, wo man sich befindet, in die Zivilisation zurückzurennen. Ne? Also, liebe Leute, die 80 Kilometer ohne Zelt in einer Notsituation laufen können, ohne zusammenzubrechen, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, dann viel Spaß bei ultraleichten Wildnistouren mit 30, 40 Meilen am Tag. Da wünsche ich euch wirklich viel Vergnügen und das ist enorm beeindruckend.
Ja, aber nicht reproduzierbar für die meisten von uns. Ne? Darum geht es mir. Und darum geht es mir, wenn ich sage, gewisse Sicherheitsrisiken bei Wildnistouren mit Ultraleicht-Equipment. Ne? Weil Ultraleicht nicht sicherstellt, dass deine Ausrüstung nicht versagt, sondern es besteht, auch wenn es gering ist, ein gewisses Risiko dazu. Und auch wenn mir jetzt noch 17 Leute in die Kommentare schreiben, dass sie mit ihrem Ultraleichtzelt schon, was weiß ich, wie oft im Winter problemlos übernachtet haben, trotzdem besteht die Möglichkeit eines Sturmes, der das Zelt zerreißt. Und dieses Risiko ist erheblich geringer bei einem noch erheblich haltbareren Zelt, das vielleicht das Fünffache wiegt. Ja, aber es ist ja nicht so, dass man mit einem schweren Zelt und einem schweren Rucksack und meinetwegen 22 Kilo für eine Wintertour überhaupt nicht vom Fleck kommt. Man kann die Tour ja dann machen. Man braucht dann vielleicht ein paar Tage mehr oder man macht halt eine etwas länger, kürzere Tour. Aber man hat kein Risiko, dass einem dabei was Schlimmes passiert. Und man hat nicht die Notwendigkeit, die für viele von uns eben unerreichbar ist, im Fall einer Notsituation unglaubliche sportliche Leistungen, körperliche Leistungen erbringen zu müssen, um sich wieder zu retten. Um sich irgendwo hinzuretten, wo man in Sicherheit ist. So. Und wenn es jetzt dazu immer noch Gegenargumente gibt, dann bitte gerne. Ist ja okay, man muss ja nicht meiner Meinung sein. Muss man ja nicht. Aber für einen Couch-Potato oder einen leidenschaftlichen Couch-Potato, der sich dann trotzdem zwingt rauszugehen, weil er gleich genauso gerne draußen ist, aber eigentlich nicht gerne Sport macht, wie mich, ist das einfach keine Option als Notreserve, unglaubliche sportliche Leistungen vollbringen zu müssen. Weil die kann ich nicht vollbringen. So. Hier ist wieder leiser. Jetzt könnte aber eigentlich der Wasserfall so langsam mal kommen, ne? Finde ich. Wir haben inzwischen 16 Uhr. Habe ich schon erzählt? Weiß ich nicht. Jetzt habe ich es erzählt. Und läuft die Kamera noch? Ja, tut sie. Und das bedeutet, ja, noch so anderthalb Stunden Lockerlicht. Ich mache jetzt auch keine große Pause mehr, ich gehe jetzt gemütlich weiter und ich hoffe halt, dass ich noch an das Plätzchen komme oder zumindest in die Nähe komme und dann kann ich noch im Dunkeln weiterlaufen, wo ich ursprünglich übernachten wollte. Schauen wir mal. So, dann melde ich mich nochmal beim richtigen Wasserfall und dann erst wieder beim Lager, vermutlich. Der ist halt schon verdammt beeindruckend. Wasserfälle sind einfach toll. Ah, toll, toll. Jawohl. So, und hier geht's jetzt weiter. Zum Kurhaus? Moment mal, der Weg führt am Kurhaus vorbei. Seit wann das denn? Also ich habe jetzt schon ein paar Mal das Gefühl gehabt, so was die weiterführende Route angeht, haben sie irgend ein bisschen was geändert. Und ich meine, der wäre früher auch nicht 44 Kilometer lang gewesen, sondern nur 40. Was sich geändert hat, ist, dass der Weg ja scheinbar jetzt zu Geroldsauer Mühle führt. Die Geroldsauer Mühle, ja, das ist quasi so ein in Kombination mit dem Nationalpark entstandener Touri-Schuppen sozusagen. Man kann da wohl auch ganz gut essen. Vor allen Dingen kann man da toll Wildfleisch kaufen, weil Baden-Baden, also was im Stadtwald Baden-Baden geschossen wird, wird da halt verkauft. Das ist auch toll und super. Ja, aber jetzt als Sehenswürdigkeit würde ich es nicht bezeichnen. Wirklich nicht. Also, ne? Und bis ich jetzt da bin, haben die eh zu. Die Öffnungszeiten sind jetzt nicht so bombig. Also das Restaurant hat vielleicht noch offen.
Aber ich habe ja was zum Essen machen dabei. Da muss ich ja gar nicht hin. Ich gebe zu, so ein ganz kleines bisschen, ein ganz kleines bisschen verlockt bin ich ja schon. Ich war länger nicht mehr essen. Ich gehe gern essen. Und ja, aber nein, machen wir natürlich nicht. Wir steigen schön jetzt bei nächster Gelegenheit auf den Berg. Ich habe gerade so ein bisschen den Überblick verloren, wann das jetzt genau kommt, wo ich eigentlich hin möchte. Also gefühlt sollte das so eine Stunde noch sein, bis zu dem Punkt, wo ich gerne nächtigen möchte. Und dann habe ich auch noch so ein kleines bisschen, ganz kleines bisschen Licht. Gefühlt. Aber wenn sie halt jetzt noch die Geroldsauer Mühle da dazwischen geschnitten haben, sozusagen, vom Wegverlauf her, dann könnte es auch noch etwas weiter sein. Ja, aber egal, dann bin ich halt im Dunkeln unterwegs. Dann seht ihr nichts mehr und ich auch nicht. Und alle sind glücklich. Ja, das ist halt der Haken, wenn man immer so spät losläuft wie ich. Im Winter hast du dann eigentlich, selbst wenn du ultra leicht unterwegs bist, hast du im Winter fast schon die Garantie, dass es dir passieren kann, dass du noch ein Stündchen im Dunkeln unterwegs bist. Also zumindest, wenn du zu irgendeinem bestimmten Punkt willst. Ne? Also rein von den Kilometern her habe ich in einer Stunde bestimmt, dass ja so ungefähr die Hälfte halt. Ne? So ungefähr zumindest. Also 20 habe ich dann. So, wo geht's denn hier lang? Aha. Felsenweg, Absturzgefahr. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, dass ich da nicht abgestürzt bin. Ne? Also verfluchte Scheiße. Ich hatte ja erwartet, dass es einfacher wird mit dem leichten Rucksack. Aber auch mit den Schuhen jetzt, das war zwar anfänglich mal ein bisschen problematisch, aber jetzt habe ich es nochmal anders gebunden. Und jetzt inzwischen, also für die Kilometer, die ich jetzt gemacht habe, müssten meine Füße erfahrungsgemäß eigentlich mehr wehtun. Tun sie aber nicht. Ich werde diesen Test, oder natürlich, also solche Touren, jetzt sowas wie jetzt, werde ich auf jeden Fall noch wiederholen, weil das könnte ja ein Einzelfall sein und keine Ahnung, wie es mir morgen geht. Aber momentan geht es mir für die Strecke, die ich schon gelaufen bin, ja, erheblich, also eigentlich viel zu gut. Eigentlich echt viel zu gut. Das ist schon, naja, ein bisschen was an besser war ja zu erwarten, ein bisschen was. Aber doch so viel? Puh. Zu meiner Verteidigung, ich hätte früher als vor 2 Wochen oder so, hätte ich auch gar nicht mit so wenig Zeug unterwegs sein können, weil ich schlicht und ergreifend keinen Daunenschlafsack hatte. Und für die Temperaturen, die jetzt herrschen, habe ich im sonstigen Schlafsackportfolio wirklich gerade nur den Defense 4 und der wiegt ja 2100 Gramm, irgendwie sowas, und füllt diesen Rucksack, den ich da aufhabe, plus minus fast vollständig aus. Also da hätte ich dann auch nicht noch eine Isomatte, also die Isomatte hätte ich vielleicht noch runtergekriegt, aber das wäre es dann auch mehr oder weniger gewesen. Also ein Schlafsetup, wenn du einfach nur in den Wald gehst und übernachten willst und gar nicht noch groß kochen willst und keine Klamotten brauchst, würde da vielleicht gerade noch so reinpassen. Aber ja, also alles, was ich jetzt dabei habe, hätte ich dann wahrscheinlich wirklich nicht mehr runtergekriegt. Der Rucksack ist jetzt noch nicht mal sonderlich voll aktuell. Da würde ich jetzt, angenommen es würde jetzt super warm, würde ich hier meine Fließjacke zum Beispiel, die würde noch reinpassen. Die würde ich auf jeden Fall problemlos noch unterkriegen. Und nochmal ein ähnliches Kleidungsstück, ähnlich groß. Ach, apropos Ersatztextilien, was ich doch noch dabei habe, ist ein zweites Paar Socken. Weil, wir haben ja gesagt, morgen soll es regnen. Und sind diese Schuhe da etwa wasserdicht? Nee, nicht die Bohne. Und wenn der Regen vorbei ist und ich nasse Füße habe und meine Schuhe so langsam wieder einigermaßen zu trocknen beginnen, dann kann ich mal kurz die Socken wechseln, dann geht der Trocknungsprozess schneller. Ne? Oder sollte ich jetzt noch in irgendeine Pfütze reintreten oder irgendwie sowas wie diese da, dann habe ich halt zumindest Ersatzsocken. Weil wenn die Füße, also den ganzen Tag mit nassen Schuhen rumlaufen, das ist tödlich. Also insbesondere für mich mit meinen eh schon problematischen Füßen. Und deswegen Ersatzsocken
etwas, was ich immer mitnehmen würde. Und ich glaube, auch die Fu-Hiker-Fraktion, die krassen Leute also, selbst die haben, glaube ich, immer noch Ersatzsocken dabei. Ich glaube, da standardmäßig, selbst bei denen, ein zweites Paar Socken. So, genug gelabert fürs Erste. Jetzt mache ich mal wieder ein bisschen Strecke. Kamera wegpacken, schneller gehen. So, ganz kurz, ohne Deppensektor. Kamera wird entsprechend wackeln. Ja, es ist jetzt 5 Minuten vor offiziellem Sonnenuntergang, glaube ich. Ich meine das irgendwo gelesen zu haben. Das ist jetzt, gut, vielleicht sind es auch 6-7 Minuten, irgendwie sowas. Ich schätze mal schon, dass ich, also ich, ne, nicht die Kamera, aber ich sehe bestimmt, ja, 15 Minütchen sehe ich sicherlich noch was. Aha. Ja, es ist jetzt gerade nach Schild, da steht es, noch 1 Kilometer bis zur Geroldsauer Mühle. Heißt, Ben war fleißig und seit er sich das letzte Mal gemeldet hat, hat er nochmal, ja, 4,5 irgendwie sowas, Kilometer runtergespult. Und jetzt muss ich sagen, jetzt brauche ich eine Pause. Also nicht zwingend, aber jetzt hätte ich gerne eine. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich jetzt nach einer Viertelstunde Pause, 20 Minütchen würde ich gerne machen, sowas um den Dreh, könnte ich mir vorstellen, dass ich dann durchaus noch in der Lage wäre, sicherlich noch mal 5 Kilometer zu machen. Aber dann langt's. Ja, schmerzenstechnisch, wenn jetzt nicht das Problem mit dem Blasenlaufen am Anfang wäre, wäre fußtechnisch erstaunlich gut. Wirklich erstaunlich gut. So ist es jetzt völlig in Ordnung. Also im üblichen Rahmen. Und ich muss sagen, auch wenn ich das am Anfang nicht geglaubt habe, das mit den weichen Schuhen, leichten Schuhen, das, ja, vom Schmerzfaktor her bietet das, abgesehen von, wie gesagt, am Anfang falsch angezogen, Bläslein gelaufen, bietet das jetzt keinen Nachteil. Sonst. Und mein Knöchel, den ich ja auch mal erwähnt hatte, dass der so ein bisschen sich meldet, das tut er jetzt immer noch, aber wirklich nur sehr dezent. Ich bin da wirklich ganz andere Schmerzen entsprechend gewöhnt. Rücken, ja, die Schultern verkrampfen jetzt langsam etwas. Aber ich bin jetzt auch bei 22 Kilometer. Also hätte jetzt die Hälfte von dem ganzen Weg. Heißt, eigentlich wäre ich jetzt Zeit für ein Nachtlager, aber in dem Hang schwierig. Pro-Tipp, wenn man nur solche Hänge hat, wo findet man immer einen ebenen Platz? Oben. Oben. Ich weiß aber noch, dass es früher oder später eh hoch geht. Und jetzt ist die Überlegung, will ich jetzt gewaltmarschmäßig weiterlatschen, bis ich da oben bin? Und da wollte ich ursprünglich auch nächtigen an dem Ort, den ich jetzt meine. Den erreiche ich also noch. Oder sage ich Scheiß auf hell und sobald es ganz dunkel ist, mache ich noch eine Pause, weil wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Dunkler wird es dann nicht. Und ich glaube, ich mache Letzteres und auch wenn es dann nicht mehr weit ist, wird mir das, glaube ich, gut tun. Und vor Beginn der Dunkelheit schaffe ich es sowieso nicht mehr, dann müsste ich jetzt hier irgendwo ein mehr oder weniger improvisiertes Lager errichten, aber die Notwendigkeit besteht ja nicht. Deswegen Handwechsel nicht so einfach. Zu viel Zeug in der Hand gehabt. Ja, deswegen lassen wir das und gehen halt noch bis zu dem besagten Punkt, denn da hatte ich mir, es ist meine erste Ultraleicht-Tour, da hatte ich mir ausgeguckt diesen Punkt, weil da gibt es auch noch eine Hütte. Und dann schaue ich mal, ob ich Lust habe, beziehungsweise wie einladend diese Hütte ist, dann wirklich noch in diese Hütte zu ziehen. Oder ob ich mir dahinter ein schönes Plätzchen suche. Ja, das sehen wir dann. Das werden wir dann sehen. Aber in jedem Fall könnte ich morgen noch zum Trocknen meines Schlafsacks, morgens, sollte es früher regnen als gedacht, den Schlafsack erstmal notdürftig einpacken. Und dann in die Hütte noch umziehen, damit ich den noch mal schön hinlegen kann, damit er noch mal richtig schön trocknet. Ich muss erst noch mehr Erfahrung mit meinem Down-Schlafsack sammeln, noch
halte ich den wahrscheinlich für empfindlicher, als er tatsächlich ist. Gut, aber so viel, das war's von mir. Dann die nächste Meldung im Dunkeln. Also entsprechend dann natürlich mit Beleuchtung. Sonst seht ihr ja gar nichts. Wo geht's lang? Schauen wir mal. Da, ja, ich interpretiere das als weiter, ne? Nicht als runter. So interpretiere ich das jetzt mal. Weil runter würde überhaupt keinen Sinn machen. Wahrscheinlich wäre das dann tatsächlich eben der Weg zur Geroldsauer Mühle. Aber zur Geroldsauer Mühle will ich ja streng genommen gar nicht. Ich will da ja nicht runter. Geroldsauer Wasser? Nee, der Weg geht nirgendwo hin. Der hat ja überhaupt kein Schild. Okay, dann geht's weiter. Ja, ich wollte gerade sagen, bis dann später im Dunkeln.